Köln, Renata Losin ist zurück. Die Profitänzerin wird am Freitag, 14. April, erstmals nach ihrer Fehlgeburt wieder für Let's Dance im Einsatz sein. Zuvor sorgte die 35-Jährige jedoch mit einem schockierenden Geständnis für Aufsehen. Die gebürtige Russin blickt auf emotionale Wochen zurück. Erst kurz vor dem Start der aktuellen Staffel hatten die hübsche Brünette und ihr Mann Valentin Losin, 36, verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Auf Anraten ihrer Ärzte musste Renata daraufhin ihre Teilnahme an der beliebten RTL-Show absagen. Kurz darauf dann der Schock. Nur einen Tag vor der dritten Motto-Show teilte die Tänzerin mit, dass sie in der 10. Woche ihrer Gravidität ihr Kind verloren hat. Insgesamt dreimal musste die 35-Jährige dieses Martyrium nun schon erleben. Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Losin. Denn schon am heutigen Freitagabend wird Renata wieder im Rampenlicht stehen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Siegerin von 2021 im sportlichen Dress bei den Proben. Ich freue mich wieder so sehr auf dem Parkett zu sein, lässt sie ihre Fans wissen. Allem Anschein nach wird Renata wohl im Eröffnungstanz in Aktion zu sehen sein. Im Bild-Interview sprach die Ehefrau von Valentin Losin nun offen über ihre Gefühlswelt. Außerdem verriet sie, wie viele schlimme Momente sie in den letzten Monaten tatsächlich überstehen musste. Let's Dance-Star Renata Losin will Babywunsch noch nicht aufgeben. Dabei kommt Renata auch auf ihre zweite Fehlgeburt im Oktober 2022 zu sprechen. Bei der Nackenfaltenmessung in der 13. Woche sagte der Arzt: Entschuldigung, aber das Herz schlägt nicht mehr. Ein absoluter Schock für die 35-Jährige. Der Embryo hatte schon Arme und Beine, hatte sich bereits spürbar bewegt. Ich habe auf dem Ultraschall schon den Herzschlag gesehen, erzählt Renata. Dann erinnert sich die Profisportlerin noch an eine weitere schier unvorstellbare Situation. Es war ein Donnerstag, als ich es erfuhr. Ich habe dann am Samstag mit dem toten Baby im Bauch noch bei einer Show getanzt. Gegenüber Bild begründet Renata ihren Auftritt wie folgt: Wir waren gebucht, wollten niemanden enttäuschen. Am Montag war die Ausschabung. Den Traum vom Elternsein haben die Lussins trotz der traumatischen Erlebnisse noch nicht aufgegeben. Ich bin optimistisch, dass es doch noch klappt, erklärt Renata. Nun freut sie sich aber erstmal auf ihr Let's Dance Comeback. Konditionell bin ich noch nicht wieder ganz auf 100%. Ich werde nach diesen 2 Minuten voll Power sicher vom Parkett getragen werden müssen. Aber ich bin zurück und gebe wieder Vollgas.